paar Dicker, sag mal, was ist denn hier los? Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Früher war der Kontostand minus. Doch der Junkie aus der Klapse macht jetzt plus, plus, plus. So, aber jetzt gehen wir wirklich mal rein. Ich will euch hier nicht länger auf die Folter spannen, Digga. Auf die Folter spannen wie der Klöckner von Notre Dame. Macht keinen Sinn, aber der Reim war gut. So, John Bon Jovi alias Johnny Dixon, my lovely friendo, Grüße gehen raus. Natürlich reacte ich auch hier wieder darauf. Johnny Dixon auf jeden Fall Ehrenparuder, der immer meine ganze Sache, meine ganzen Songs teilt, supportet, Alter. Und nach dem Prinzip einer Hand wäscht die andere, gebe ich natürlich Feedback und Feedback auch. Aber Support, wo ich kann. Wir ziehen uns Mobbing hochprofessionell 2 rein. Mobbing hochprofessionell featuring Carsten Stahl. Das wäre mal richtig lustig. Das Mobbing. Das wäre mal krass, wenn da so Carsten Stahl Element rein. Mobbing. Ja, Asiate, weil warst ja letzte Woche hier. Was hast denn du zu dem Thema? Mobbing. Ist natürlich hier nur, ist nicht so ernst gemeint von Johnny Dixon, ne? Aber ich finde, das erste Mobbing hochprofessionell 1 war, glaube ich, in der JMC und ich glaube, das war einer dieser Runden, wo er meiner Meinung nach derartig über die Stränge geschlagen hat, was das Thema Cringe Hills Schwester angeht oder so. Muss ich aber nicht tausendmal auspacken, ist alles gut, Digga, so, ne? Und jetzt gehen wir da rein, wie durch eine Drehtür, let's go. Die Stadt schläft, zieht durchs Nachtleben am Kohlefahrtenbrand wie Shisha-Kaffee. Boah, nicer Flow, Digga, was geht ab, Digga? Der Flow gefällt mir. Die Stadt bebt, geh ins Kaffee, verbrenne die Kohle, Shisha-Kaffee. Ist irgendwie so. Die Stadt schläft, zieht durchs Nachtleben am Kohlefahrtenbrand wie Shisha-Kaffee. Der Frieden passé, deutscher Rap ist nur Fotzengejammer. Liefern den Sound, der euch die Ohren und Boxen wegballert. Wie Pisa, nur eklige Musik, sonst fehlt jedes Motiv, die Licht. Schöne Mische. Danke, dass er diesmal wieder mit einer schönen Mische kommt, Alter. Könnt ein bisschen mehr, der Beat könnte ein bisschen mehr reinknallen, aber kommt gut rein. Yeah. Wie Peace, nur eklige Musik, sonst fehlt jedes Motiv, ziel ich auf Negativ-OGs Kopf. Mach mal. Wer ist Negativ-OG? Mach mal nicht auf schwarz, wenn du so ein Toastbrot bist. Wirst du noch ein bisschen heller, bist du fast schon durchsichtig. Ihr könnt ja nein, Alter, mach mal nicht auf schwarz, weil du so ein Toastbrot bist. Wirst du noch ein bisschen heller, bist du fast durchsichtig, Digga. Durchschaubar wie Glasichtfolie. Das ist ein Rapper, ein wackes Drogenopfer, ein Wack-Rapper, okay. Okay, bei Johnny musst du immer, bei Johnny ist mittlerweile wirklich so, ich react ja nicht so oft auf ihn wie auf Kolle, einfach weil Kolle einfach brutal assi released im Moment. Johnny ist aber auch einer von den Rappern, wo man die ganze Zeit so da sitzt und denkt, scheiße, ich muss ganz genau hinhören, weil es kommt bestimmt irgendwo ein Wortspiel, Digga. Und ich würde mich nicht mal festlegen, ob ich jetzt schon eins überhört hätte. Nur eklige Musik, sonst fehlt jedes Motiv, ziel ich auf Negativ-OGs Kopf. Mach mal nicht auf schwarz, wenn du so ein Toastbrot bist. Wirst du noch ein bisschen heller, bist du fast schon durchsichtig. Ich mag dreckige Reime, Digga. Toastbrot bist auf durchsichtig ist echt ein unsauberer Reim, aber ich finde es schön. Hier grinst der richtige Schwiegersohn-like, Digga. Ihr könnt ja Mucke machen, vielleicht kaufen Menschen die CDs. Seid nicht zu, aber werdet nur zum Scherzen aufgelegt. Johnny. Machen. Vielleicht kaufen Menschen die CDs. Seid nicht zu, aber werdet nur zum Scherzen aufgelegt. Wer, ihr seid nicht wer? Mein IC kommt. Was, ihr seid nicht? Ich mach mal die Lyrics auf, Alter. Das fühlt mich einfach sicherer. Also entweder stehe ich derartig auf dem Schlauch, was eine hohe Wahrscheinlichkeit sein könnte. Ihr seid nicht zu, aber werdet nur zum Scherzen. Ich check die Teile gerade wirklich nicht, ne? Ihr seid nicht zu? Ach, die sind nicht zu scherzen. Ach, die sind nicht zu scherzen, wenn du zu scherzen. Ist schwer, Digga. Das ist auch so ein anhand der Formulierung hinkt die ein bisschen, Digga. Er hätte sie klarer formulieren sollen wie: Ich bin nicht zum Spaßen aufgelegt wie eine Badesalz-CD. Kennt jemand Badesalz? Es ist irgendwie eine komische Zeile gerade, Digga. Johnny D ist Fighter, ich mache nix Friedliches, mein Freund. Lass nur Drachen steigen, hab ich alle 7 Dragon Balls. Was heißt wieder Abendgebet? Lass nur Drachen steigen, hab ich alle 7 Dragon Balls, Digga. Nix Friedliches, mein Freund. Lass nur Drachen steigen, hab ich alle 7 Dragon Balls. Was heißt wieder Abendgebet? Ich werde dich jagen jeden Tag in dein Leben, wenn du dir herausnimmst, meinen Namen zu erwähnen. Johnny. Aber schöne Flow-Passage hier, das erste Mal mit na 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 Gesingsang, Vocals im Background. Ich werde dich jagen jeden Tag in dein Leben, wenn
Jeden Tag in deinem Leben. Lieben Dragon Ball, Zeit für dein Abendgebet. Ich werde dich jagen jeden Tag in dein Leben. Wenn du dir herausnimmst, meinen Namen zu erwähnen. Battle Rap ist halt ein Geben und Nehmen. Und meine Aufgabe ist es, auf die Fresse geben, deinen Schaden zu nehmen. Wozu kommt. Auf die Fresse geben, deinen Schaden zu nehmen. Okay, bist du Geber oder Nehmer? Ich bin Geber, also gibst du Arsch komplett. Zerbrechen für Battletext, Neo. Wenn deine. Oh, Neo Front. Neo, okay, interessant. Auf die Fresse geben, deine Schaden zu nehmen. Wozu Kopfzerbrechen für Battletext, Neo? Wenn deine Fronts nicht treffen, besser ist im Okta Battle der schlechteste. Hast du inzwischen Texter, die. Ich find's leider Gottes an manchen Stellen irgendwie ein bisschen unrund. So. Aber das ist auch. Es gibt wirklich so Rapper, da bin ich, wenn ich. Oh, Baby, Baby. Ich hab's dir hier. Oha! That's my wifey wife. Komm, gib mir noch mal einen Kuss. Wir müssen Ja, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich. Wir müssen so tun, als wäre unsere Beziehung total intakt. Wie der Geschlechtspartner von 32. Laura, beste Frau. Asien. Ja? Gutes Mädchen. Laura ist ein gutes Mädchen, gell? Sorry. Was ich sagen wollte, bei manchen Rappern, da könnte man natürlich auch sagen, lass es einfach, mach dich nicht so verrückt, aber bei manchen Rappern bist du einfach, du bist angespannter, weil du weißt, in jeder Zeile, in jedem Wort könnte irgendwas sein, was um die Ecke, gedacht ist. Wenn ich rausmache, um meine Aufgabe zu fressen, geben zu nehmen, wozu du Kopf zerbrechen für den Battletext, Neo? Wenn deine Fronts nicht treffen, wärst selbst im Octa-Battle der Schlechteste. Ich check halt den Reim auch hier gar nicht. Kopf zerbrechen. Battle. Kopf zerbrechen für Battletext. Octa-Battle der Schlechteste. Wozu Kopf zerbrechen für den Battletext, Neo? Wenn deine Fronts nicht treffen, wärst selbst im Octa-Battle der Schlechteste. Hast inzwischen Texter, die dich bei deinen Liedern begleiten? Ich würde wetten, du könntest allein nicht mal an Licht richtig schreiben. Das ist lustig. Das ist lustig. Wenn deine Fronts nicht treffen, besser ist im Octa-Battle der Schlechteste. Hast inzwischen Texter, die dich bei deinen Liedern begleiten? Ich würde wetten, du kannst allein nicht mal an Licht richtig schreiben. Ohne jetzt aber eine gute Zeile, Digga. Reicht eure Schuss wie vorbei. Du Bastard, kein Kratzer auf meiner Raven. Wunden heilen, das wird Johnny Front schreiben. Und schon bist du tot, nur zum Entertainment. Und schon bist du tot, nur zum Entertainment. Bastard, dein Kratzer. Bastard, ein Kratzer auf meiner Raven. Tita ist bekannt, kein Cold Case. Kripos suchen mich an allen Orten dieser Welt. Analysiere deine Fehler so schnell. Ich betreibe Mobbing hochprofessionell. Okay, also ich finde die Hook stellenweise ist mir jetzt halt. Aber Johnny ist auch so einer, das ist halt so einer. Das ist so schon, was heißt gewichtige Mucke, aber das ist halt einer, der sich viel Mühe gibt und es ist alles irgendwie durchdacht. Da ist nichts hingerotzt, so, ne? Und auch wenn es manchmal ein bisschen überladen klingt oder so, finde ich's einzigartig, ist zu krass, aber so, das hat so einen unglaublichen Wiedererkennungswert halt so für mich, ne? Es ist aber die Hook, es ist schon viel. Ich habe so das Gefühl, man muss es immer mehrmals hören, seine Tracks, so, ne? Reicht, eure Shots fliegen vorbei, du Bastard, kein Kratzer auf meiner Ray-Ban. Wunden heilen nicht, wenn Johnny Front schreibt und schon bist du tot, nur zum Entertainment. Schluss mit eurem Kinderscheiß, Johnny D is back, jetzt ist der King am Mike. Neo Disky B auf seinem Track namens Still Alive. Joe, ist das ein Scherz, willst du dich echt mit mir messen? Zwei, drei Zeilen von mir und du musst den Tracktitel wechseln. Sind wir dumm? Eine gute Zeile. Guck mal, schön auch aufgebaut. Schöne Punchline, Digga, gut aufgebaut. Er nennt seinen Song Still Alive. Willst du dich wirklich mit mir messen? Noch zwei, drei Fronts von mir und du musst deinen Songtitel wechseln. So. Das ist auf jeden Fall eine gute Zeile. So. Johnny D is back, jetzt ist der King am Mike. Auch nicer Einstieg. Johnny D is back, jetzt ist der King am Mike. Neo Disky B auf seinem Track namens Still Alive. Joe, ist das ein Scherz? Willst du dich echt mit mir messen? Zwei, drei Zeilen von mir und du musst den Tracktitel wechseln. Sind wir da mit dir im Bodenkampf? Schauen wir dich von oben an. Ah, okay. Hat er das nicht sogar in einem Song mit mir gemacht? Das hat er doch sogar in einem Song mit mir gesagt, oder?
Neo. Down mit Bodenkampf. Kann es mal kurz jemand. Kann es mal kurz jemand sagen? Da hat er doch irgendwas mit. Johnny holt gerade so ein bisschen das JBB-Feeling wieder, dass er so Zeilen. Das finde ich eigentlich voll geil. Das gibt mir wirklich ein bisschen Oldschool-Vibes, dass er jetzt so. Dafür wurde er ja im JBB auch so krass gefeiert, halt so, dass er jetzt die Zeilen von Neo halt umdreht und daraus Dislines macht. Das finde ich echt nice. Gegner sind nur down in einem Bodenkampf. Still alive war das, okay. Down in einem Bodenkampf. Und da geht er gerade drauf ein. Bei mir und du musst den Tracktitel wechseln. Sind wir down mit dir im Bodenkampf? Schauen wir dich von oben an. Down ist bei dir das Syndrom in deinem Chromosomenstrahl. Mein Wille. Boah, das sind wir down mit dir im Bodenkampf? Schauen wir dich von oben an. Down ist bei dir da das Chromosom. Down ist bei dir nur das Syndrom in deinem Chromosomenstrang. So ein harter Punchline. Kampf, schauen wir dich von oben an. Down ist bei dir das Syndrom in deinem Chromosomenstrang. Mein Wille, dass ich dich am Mic kille. Triffst du bald mal auf, dann herrscht mein Performance von Stille. Live, live, stille. Einsilbige Reime. Boah, das ist heftig. Auch hier wieder, ne? Für mich bis jetzt. Könnt ihr mal bitte euer Feedback dazu geben? Weil ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich bin deppert. Der zweite Part ist doch, ist der auch für jemanden von euch deutlich stärker oder ist es wieder nur in meiner Welt so? Digga, ich finde den zweiten Part viel heftiger gerade. Kille, trittst du bald mal auf, dann herrscht beim Performen von Still Alive, live, still. Guck mal, trittst du live auf, herrscht beim Performen von Still Alive, live, stille. Typische Johnny-Zeile, for real. Es ist wieder so diese typische Johnny-Zeile, dieses Wort umdrehen. Still Alive, live, stille. Und ey, ich muss euch jetzt nicht sagen, ne, dass ich nichts gegen, dass ich gegen Neo nix hab, so. Ich bin cool mit beiden, so, nur weil ich das jetzt hier feiere, gell. Ich sitze da weder zwischen den Stühlen noch sonst was, Alter. Die können machen, was sie wollen. Ich bin cool down mit beiden, so, ne. Und das könnte jetzt gegen jeden anderen Rapper als Neo gehen und ich würde es feiern. Aber ich find die Zeile einfach geil. Beim Performen von Still Alive, live, stille, Pompa, Digga. Einsilbige Reime, oh. Billige Vergleiche, oh. Kein Diktat, doch heute lässt du Twizzy für dich schreiben. Vergiss Blut für mein... Kein Diktat, doch heute lässt du Twizzy für dich schreiben. Reime, oh. Billige Vergleiche, oh. Kein Diktat, doch heute lässt du Twizzy für dich schreiben. Vergiss Blut für mein Ziel. Twizzy für gute Musik. Damals war Stifter, heute macht Twizzy, was du ihm befiehlst. Du machst mit... Ich verstehe es akustisch nicht. Was aber auch lustig ist, weil Twizzy ist ja auch mit beiden cool. Hä? Ich hab das auch schon aufgemacht. Geht es hier nicht, oder was? Was war Johnny? Damals waren es Stifte, heute macht Twizzy. Einsilbige Reime, ah. Billige Vergleiche, ah. Kein Diktat, doch heute lässt du Twizzy für dich schreiben, ah. Vergiss Blut für mein Ziel. Busy für gute Musik. Damals waren es Stifte, heute macht Twizzy. Entweder bin ich wirklich noch der dümmste Junge auf der Welt oder ich check's einfach nicht. Damals waren's Stifte. Heute macht Twizzy, was du ihm befiehlst. Du machst mit Ansage in den Stories jetzt auf Internet, Boss? Niedlich, wenn man bedenkt, dass du mich auf Instagram bloggst. Das ist ein bisschen so Kindergartenzeile. Niedlich, wenn du mich auf Instagram bloggst. Das ist ein bisschen niedlich jetzt gerade. Eigentlich habe ich diese Scheiße satt, Neo, aber weißt du was? Eine fucking Heizung wird im Handumdrehen. Geht halt voll gegen Neo die ganze Zeit, aber böse Zeile. Das ist wieder eine richtig krasse Zeile. Das ist eine richtig krasse Zeile, Digga. Ach, ein Lehrling ist ein Stift. Okay, verstehe. Ah, okay, klar. Okay, dann danke. Ich bin mal ein bisschen auf dem Schlauch. Die Zeile ist schon wieder Highlight. Also ich sag dir ganz ehrlich, die Down-Zeile war gut. Die Stille Live, Live Stille finde ich absolute Highlight-Zeile. Ich hätte auch mal wieder Bock, irgendjemand hat es im Chat gerade gesagt, manchmal hätte ich wirklich Bock, mal wieder so Punkte zu vergeben. Ich glaube, dass es viele Oldschool-Jiggy-Verfolger feiern würden. Ich glaube aber, dass viele sagen würden, Jiggy, du machst ja viel zu viel Kopf, Mann. Du bewertest alles zu krass. Hör doch einfach mal die Musik. Aber bei so Zeilen, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, also die wäre für mich eine 3-Punkte-Zeile. Von Still Alive, Live Stille, einfach aus dem Grund, weil der Titel, weil er ihn so hops nimmt, dass er den Titel von ihm nimmt und so nice ihn damit frontet. Und dazu kommt noch, dass er das Wort halt einfach umdreht. Und das finde ich so hart nice, Alter. So eine Jiggy-Rating für jeden Track wäre schon nice.
Waren schon nice Zeilen drin, aber hör doch auf, die Zeilen vorher zu lesen. Ja, das ist wirklich, das ist manchmal so schwer. Ich weiß, das ist eigentlich uncool. Bringt die Reißzwecken zurück. Ich schreibe keine Texte, meine Stifte machen das, was ich ihnen befehle. Und warum setzt du das in Anführungszeichen? Von wem ist das Zitat? Und die Zeile ist für mich eigentlich auch, ich weiß nicht, ob ich so lange halt keine Punkte mehr vergeben habe, aber da würde ich, glaube ich, auch 3 Punkte für geben. Weil das ist so lustig, weil man braucht auch dieses nostalgische Wissen ein bisschen, oder was heißt nostalgisch, aber man muss wissen, in welchem Bezug Neo mit einer Heizung steht. Das ist halt so geil, weil Entertainment in der einen King-Finale zu ihm gesagt hat, Fucker, das ist Zeit, um zu morden. Du siehst mit deiner Maske aus wie eine Heizung von vorne. Und da halt kommt der Zusammenhang zwischen Heizung und Neo und das finde ich einfach dope. Und dann zu sagen, eine Heizung wird im Handumdrehen kalt gemacht, das ist ein Diss, der passt aber auch nur auf Neo. Weil du brauchst die Heizung dazu. Du brauchst die Heizung, um dieses Wortspiel zu kicken. Und die Heizung, ja, das ist schon... Ach, die Line ist von Neo, die du gerade... Ach so. Ach, das... Ach, jetzt verstehe, okay. Ich schreibe keine Texte, meine Stifte machen das, was ich ihnen befehle. Ah, okay. Ah, okay, sorry. Nein, ich verarsche euch nicht, lieber Anti. Ich guck halt, ich kann halt nur nicht auf 6 Bildschirme gleichzeitig gucken, Digga. Die Line ist von Neo. Okay. Heizungen wie in Raubfischmäulern. Okay, ja, da sind schöne Fronts dabei, Alter. Ist halt ein kompletter Neo-Diss-Track. Du Bastard, kein Kratzer auf meiner Raven. Da ist die Box, holt euch schon die Dixons Box. Wunden heilen nicht, wenn schon die Fronts schreien. Und schon bist du tot, nur zum Entertainment. Täter ist bekannt, kein Cold Case. Kripos suchen mich an allen Orten dieser Welt. Analysiere deine Fehler so schnell. So schnell, ich betreibe Mobbing professionell. Okay, ja, wildes Ding, Digga. Wildes Ding, zweiter Part, deutlich besser. Sorry, wenn ich hin und wieder auf dem Schlauch gestanden habe. Aber da waren auf jeden Fall Zeilen drin, die mich echt abgeholt haben. Denn es läuft nun mal so. Die Hook gefällt mir nie, wenn ich sie höre. Das ist für mich auch irgendwie... Ganz schön schepp alles. Denn es läuft. Das läuft ist doch der falsche Ton, oder? Denn es läuft nun mal so. Muss doch sein, es läuft nun mal so. Egal. Nö, klaro, das war gut. Gönnst du dir das Album mit Sicherheit? Ja, aber jetzt nicht im Livestream. Aber mit Sicherheit gebe ich mir das, ja. Man kann es ja sagen, um ein Haar wäre ich auf dem Album gelandet. Ich war nur nicht in der Verfassung, ein Feature-Part zu schreiben. Aber Johnny und Jiggy werdet ihr bestimmt in der nächsten Zeit bekommen. Durfte ich das sagen, Johnny? Durfte ich das sagen? Klaro. Klaro auf dem Kilimanjaro, Digga.